Mit dem Zeppelin. Die Echo-Inseln. Entlang der Küste des Brachlandes liegen viele Inseln, die Dschungeltrolle zu ihrem Eigentum erklärt haben. Die Darkspear-Trolle unterhalten außerdem, um nach vom Meer bedrohenden Gefahren Ausschau zu halten. Was für ein blöder Satz. Man kann nie wissen, welche Gefahren auf diesen Inseln lauern. Ich muss rasch handeln und das Dorf der Trolle finden. Bin zur Spurensuche bereit. Entfesselt meine Kraft. Na dann kämpfen wir uns mal hier schön durch. Zwei Wege. Da unten scheint eine Sackgasse zu gehen. Daher würde ich den hier mal zuerst abgehen. Auf der Pirsch. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Kommt ja ganz schön was auf uns zu hier. Ich kapier schon, Mann. Ja, dann machen wir auf den Rückweg. Ihr seid ein Drecksack. Ich kapier schon, Mann. Wow. Großer, dicker Murloc. Ich habe die Tabung aufgenommen. Die haben echt die Großen. Ihr seid die Frechse. Liegt vor mir. Eine Rolle der Heilung. Komm, können wir kurz reinschmeißen. Ich wandere allein. Oh, und da ist noch was. Einzigartig verbrauchbar. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Das Inventar ist voll. Aha. Aus dem Kraftbewegchen Intelligenz ist halt nur 2. Okay. Was liegt vor? Das Ding ist sogar recht gut. Naja, lasse ich den Mantel weg hier. Unsere Wege kreuzen. Ja, sowieso genug Mana. Auf der Okay, da hinten haben wir ja noch was. Ich sollte das Ding nicht mehr so weit vorne stellen. Oh, das könnte lustig werden. Misha auf Stufe 4. 2250 Leben. Und hätte Rexa die Items nicht, würde er weniger Schaden machen als Misha. Und tote Orks. Ich handle instinktiv. Tja. Und Todesmantel können sie auch.
sehe ich wieder ein Level Up und die Heilwelle auf Maximalrang. Ich glaube 4 ist Maximum, oder? Yep. 425 Gesundheitspunkte. Ja, ist doch was. Hm, Misha ist jetzt ganz schön stark. Ich kapier schon mal das Dingo. Oder gibt's da was? Ich kapier schon mal. Versteckt sich da was? Ja, Kisten. Ist mir ein Vergnügen. Ein Mana-Stein. Bin ich jetzt fast im Überlegen, den mitzunehmen. Aber das Mana regeneriert sich bei ihm eigentlich schon schnell genug. Ihr seid ein Trickser. Das Dingo. Es werden Köpfe holen. Hm, Ring des Schutzes plus 2. Ich kapier schon, Mann. Also normalerweise sind das eigentlich echt gute Items, aber für diese Kampagne hier sind die Items hier relativ minderwertig. Krone des Todeslords. Hört sich interessant an. Mhm. Gewährt die Fähigkeit, Schmerzbolzen abzufangen. Okay. Richtig nett. Meine Beute naht. Erhalte ich mit ihm mal. Und probieren wir auch gleich mal aus. Ja, ist richtig nett. Hat nicht mal lange Cooldown. Ganz schön viel Dschungel auf dieser Insel. Und ein großer Haufen Krebse. Ihr seid ein Trickser. Ich kapier schon, Mann. Storm Reaver Hexenmeister? Die waren noch auf dem verlorenen Insel. Der Storm Reaver Clan. Meinte der Ork da nicht, der wäre der letzte seiner Art? Tja. Ein Foliant der Erfahrung. Der Rexer hat ein bisschen mehr, gebe ich Rokan mit. Die beiden so halbwegs beieinander bleiben zumindest. Oh, Hydren. Ich wandere allein. Ich habe Witterung aufgenommen. Jagt sie raus. Okay, die Murlocs sind relativ schwach. Bin zur Spurensuche bereit. Unsere Wege kreuzen sich. Ach, der zweite wurde aufgefressen, deswegen. Hab mich schon gewundert, warum es nur einer war. Ich wandere allein. Immer wenn man eine Hydra haut, kommen zwei kleinere raus.
Ja, was ist denn da schon wieder für ein tolles Item? Haben wir es bald. Runenarmschienen. Reduziert Magieschaden. Ja, die kenne ich schon. Ist die Frage, brauche ich das überhaupt? Ich würde nämlich fast sagen, nein. Da ist der Rest meiner Items nämlich eigentlich zu gut. So viel Magieschaden kommt hier nicht unbedingt. Da waren wir schon, okay. Ah, der Wolchen. Der gute Alte. Ich bin Wolchen, voll der Anführer des Darkspear-Stammes. Ist echt gut, dass der Kriegshäuptling euch hergeschickt hat, Mann. Unsere Dörfer werden schon von der Flotte der Menschen angegriffen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. In diesem Augenblick nehmen die Kriegsschiffe der Menschen unsere Küstendörfer unter Beschuss. Ihr habt kaum eine Chance, so eine Streitmacht allein zu besiegen, Wolchin. Ihr solltet euren Stamm auf das Festland evakuieren und euch den Truppen des Kriegshäuptlings anschließen. Ich verlasse unsere Heimat echt ungern, aber euer Plan ist weise. Allerdings müssen wir die Schlachtschiffe zerstören, bevor die Evakuierung beginnen kann. Diese Listenreichen werden euch gute Dienste leisten, Mann. Ihr Talent für Zerstörung ist echt enorm. Wir haben keine fliegenden Reittiere, Wolchin. An Land sind wir nutzlos. Aber gar kein Problem, Mann. Wird sich ein bisschen komisch anfühlen. Wenn ihr eure Beine wieder haben wollt, müsst ihr einfach in dem Ritualkreis landen. Vergesst nicht, es müssen mindestens 5 Schiffe der Menschen kaputt sein, bevor wir mit der Evakuierung beginnen können. Ja, jetzt kann unser Rexa fliegen. Oh, und hat ein paar andere Fähigkeiten, wenn ich das richtig sehe. Die Heilwelle, da war auch noch ein Soroka, okay. Und was haben wir hier noch? Aha, jo. Okay, ist ja richtig heftig, was die da drauf haben. So einen Zauber hätte ich auch gern. Das Gebrüll kennen wir ja schon von den Druiden, also die, ich glaube Krallendruiden waren es, oder? Ja. So, hier hinten ist nichts. Ich schon muss warten. Ich hab hier schon mal. Hat anscheinend nur eine relativ kurze Reichweite hier.
Geht ja relativ schnell hier. Es funktioniert nur auf feindliche Lufteinheiten, okay. Ihr seid der Boss. Ich kapier schon mal. Oh, jetzt können wir es hier mal direkt ausprobieren. Wir werden angegriffen. Wir sind ganz oben. Was liegt vor mir? Das entfesselt meine Kraft. Was liegt vor mir? Wir werden angegriffen. Bin zur Spurensuche bereit. Ja, ja, was ist? Na, Belagerungsschaden machen die auch noch. Aber nicht allzu viel davon. Was nicht unbedingt gut ist gegen die Schiffe. So, 4 von 5 Hammer. Huch. Wer schießt da? Hat der echt so weit geschossen da hinten oder war das ein anderer? Ach so, jetzt habe ich es wirklich kapiert, das ist ein Selbstmordattentat, der Dingens da. Hm. Jagt sie raus. Aber jetzt dafür ziemlich effektiv. Ah, da hinten ist das letzte Schlachtschiff. Entfesselt meine Kraft. Was liegt vor mir? Nee, funktioniert wirklich nur auf Flieger. Okay. Entfesselt meine Kraft. So, dann gehen wir mal zurück zu Walschen. Ich handle instinktiv. Bin zur Spurensuche bereit. Gemacht, Mann. Ihr habt meine Stammesleute gerettet. Die äußeren Dörfer sind zur Evakuierung bereit. Sie warten nur auf den Startschuss. Um das Signal zur Evakuierung zu geben, müsst ihr die 5 Leuchtfeuer entfachen, die auf den Inseln verstreut sind. Wenn ihr fertig seid, wird der Rest meines Stammes Segel zum Festland setzen. Aber Vorsicht, Mann. Im Dschungel lauern gefährlichere Gegner als Menschen. Okay, was haben wir denn hier? Großer Malertrank und ein... Oh, ein Artefakt. Die Flotte der Menschen rückt näher. Ich habe einen echten Beruf, Mann. So. Was liegt vor mir? Nur mal schauen. Ich habe Witterung aufgebaut. Was das für ein Krummstab ist. Okay, der ist richtig nett. Da kann ich die wirklich da lassen. Na gut. Geht anscheinend gerade nicht. Naja. Auf der Pirsch. Dürrer Klepper. Das sind Trollbärserker, okay.